Bühne, die so viele Dramen bietet. Sei das positiv, sei das negativ. Aber jeder nimmt immer wieder seinen Eindruck aus dem Ali Pali hier mit. Joe Cullen, 31 Jahre alt, früher bei der Post gearbeitet, aus Bradford. Er mit Siegen über Wayne Jones und ebenfalls in 7 Sätzen gegen Johnny Clayton hier in Achtelfinale gegen die Nummer 1 der Welt, gegen Michael van Gerwen. 60. Michael van Gerwen startet geschmeidig mit einer 180. Er ist keiner, der zögert. Er ist keiner, der zaudert. Michael van Gerwen voll drauf von Beginn an. Hat in Runde 2 einen gut spielenden Ryan Murray mit 108,98 im Average, dem sechsthöchsten, der je bei einer WM gespielt wurde, besiegt. Und dann in Runde 3 Ricky Evans in einem Spiel, das über 4 Sätze 27 Minuten und 47 Sekunden gedauert hat. Eines der schnellsten, das die Bühne im Ali Pali vermutlich je gesehen hat. Michael van Gerwen hat bislang insgesamt 8 Sätze gespielt bei diesem Turnier. 7 davon mit einem Average jenseits der 100. Martin, es sind nicht nur beeindruckende Zahlen, es ist die komplette Vita, es ist die Art und Weise, in der Michael van Gerwen seit Jahren diesen Sport prägt. Es ist unglaublich, immer wieder, wenn man das Gefühl hat, van Gerwen hat Probleme, van Gerwen ist nicht da. Beweist er es immer wieder allen anders. Gleich mal mitten im Break eingestiegen gegen Joe Cullen. Obwohl der richtig gut stand auf 26. Und wieder startet er mit 180 ins nächste Leck hinein. Und Basti, es ist jetzt schon wieder eine Show der Superlative, Martin. Und Basti, ich habe mal geguckt, diese 27 Minuten gegen Ricky Evans sind aufgeteilt in 19 gespielte Legs. Und wenn man das mal ausrechnet, 27 durch 19, das sind nicht mal 2 Minuten pro Leg. Also unglaublich. Unglaublich, auch hier die erste 180 von Joe Cullen. Und wir kommen wieder an so einen Punkt, gefühlt, zumindest in den ersten beiden Spielen. Martin, du kannst nicht mal dein allerbestes Spiel auspacken, beziehungsweise selbst wenn du das auspackst, dann kann das nicht reichen gegen einen Michael van Gerwen, der allein auch diesen Blick wieder hat, alles wegzumachen, was sich da an Zahlen vor ihm aufbaut. Triple 18 für das Bullseye, sowas muss Joe Cullen machen. Ansonsten hier 40 nach 9 Darts. Oh, und er lässt liegen hier. Trifft auch noch das falsche Doppel. Cullen da für das Rebreak. Doppel 8. Ganz entspannt. Doppel 4. Doppel 4. Das ist Joe Cullen. Und vielleicht mal so ähnlich spielen wie die Topstars. Einen Topstar haben wir auf jeden Fall bei Sport 1 verpflichtet, um euch das näher zu bringen, nämlich Raymond van Barneveld, den 5-maligen Darts-Weltmeister. Klickt euch rein auf akademie.sport1.de. Da kann man sehr, sehr viel über diesen wunderbaren Sport lernen. 97. Nächste 180 von Joe Cullen. Er weiß, wie man Michael van Gerwen bezwingen kann. Wir haben das angesprochen. In Riesa hat er 8:5 im Finale in diesem Jahr gegen Michael van Gerwen gewonnen auf der European Tour. 97. 9 Darts gespielt bei beiden, 104:209, also 6 Darts. Diese 104, 63 noch Rest.
13. 24 Ritz. Joey require 24. 110 stehen gegen 24. Joe Cullen, Doppel 6. Doppel 6. Joe Cullen geht in Führung. Joe Cullen, full flat, Michael with full flat. Ah, nur 60 hinein ins Leg. Zum ersten Mal startet er nicht mit einer 180 ins Leg, Michael van Gerwen. Und man kann schon sagen, die Art und Weise, wie Joe Cullen hier anfängt, the heat is on in diesem Match. 59. Michael van Gerwen über Jahre ja auch bekannt, Martin, dass er nicht nur gewinnen will, er will dir unter die Haut gehen, er will dir das Spiel um die Ohren hauen. Er ist einer dieser Showmaker auch. Er will es immer wieder noch besser machen, noch eine Schippe drauf tun. Ja, und wenn es einer kann, dann genau er. Klasse Antwort auf diese 180. Aber Vorteil für Cullen, weil 152 ist immer noch eine große Frage. Triple 19 wäre für Doppel 14 gewesen bei Joe Cullen. 129. Lässt sich 6 Rest. Ungewöhnlich. Wahrscheinlich 76 gedacht, dass er die Rest hat. Da kann er sich fast nur verzählt haben, ein bisschen, oder? Martin, die stellst du dir nicht selbst. Doppel 3 stellst du dir nicht. Nein, das ist einfach ein Fatur um 10 Punkte. Ja. 129 ist absolut richtig. 19, 60, Bullseye sind 129 geworfene Punkte. Na, da hat sich Joe Cullen vertan. Ja. Er dachte jetzt, die Schreiber haben da was falsch aufgeschrieben. Ja, und auch alle ein bisschen komisch drauf. Aber musste auch können. 92 für Van Gerwen. Und solche Diskussionen gerade da oben lenken dich natürlich extrem ab. Und jetzt der Killer wieder. 92. Na, die werden es nicht versucht sein. Über Doppel 18, Doppel 18. Kommt nicht raus. Nochmal kommt Joe Cullen. Baut er um? Nee. Jetzt muss er umbauen. Doppel 1 lässt wieder liegen, Joe Cullen. Ist das bitter für den Satz? Und Van Gerwen nimmt das natürlich irgendwann und gleicht hier zum 2-2 aus. Ja, da darf er sich nicht zu lange mit aufhalten jetzt, Joe Cullen. Genau so muss man da antworten. Joe Cullen mit seiner vierten 180 in diesem ersten Satz. 121. Da kann man durchaus ein bisschen beeindruckt sein über diese Anfangsphase von Joe Cullen, Martin. 96. Gerade doch dieses Deck spiegelt das wieder. Gerade dieses Rechenproblem gehabt. Verpasste Doppeldarts und du musst es abschütteln. Er hat wortwörtlich abgeschüttelt. Fängt ja an. 180, 121. Steht nach 9 gespielten Darts auf 100 Rest und outscored Michael van Gerwen, die Nummer 1 der Welt. Ja, der könnte in seinem zweiten Satz jetzt in diesem Turnier unter dem 100er Average bleiben. Kann er nicht mehr raus. Mit dem ersten auf die Single 1. 46. 99. Joe, you require 57. 57, 17 für Tops. So, 2 für den Satz, Joe Cullen. Doppel 10. 37. Nee. Mark, we require 76. Ah, er scored so das gut waren runter. Jetzt 7 Set-Darts von Joe Cullen insgesamt. Oh, Doppel 8. Und er bestraft noch nicht. Joe, you require 20.
Das wäre so typisch gewesen für Michael van Gerven, sowas mitzunehmen. Jetzt muss Joe Cullen die 20 Punkte nehmen. Ja, und er nimmt es mit. Und Joe Cullen geht hier mit 1:0 gegen die Nummer 1 der Welt in Führung. Und wieder hinein in den Alley Pally. Michael van Gerven gegen Joe Cullen. Der Rockstar führt hier mit 1:0 in den Sätzen. Und wer vielleicht mal eine individualisierte Videogrußbotschaft dieses Herrn möchte, Michael van Gerven, der ist richtig auf der Homepage der PDC Europe. Dort in den Shop klicken und auswählen. Michael van Gerven, Raymond van Barneveld, Phil Taylor, Max Hopp und viele, viele Dartstars mehr können euch da sicher ein schönes Geschenk machen. 180, Nummer 5 von Joe Cullen. Das Scoring von Cullen ist unglaublich, aber dieser Herr zieht natürlich sofort nach. One run on 28. Wahnsinn. Also Joe Cullen, das ist Wahnsinn, Martin. Das war seine sechste 180. Und man muss dazu sagen, er hat noch nicht eine 140 geworfen. Ja. Und er steht hier wieder nach 9 Darts auf 82. 17. Tops zum Break. 62. Und Michael van Gerven ist natürlich, muss man schon fast sagen, da. Doppel-8, Doppel-8 zum 1:0, hält hier doch seine Darts. Das ist ja nicht zu glauben. 16. Das ist Leck Nummer 7, was jetzt angefangen wurde. Und ich sag dir, damit provozierst du Michael van Gerven, indem du hier eine 180 nach der anderen wirfst und den outscorst. Es ist einfach 140 in der Begegnung gefallen und 10 180er. Pardon, 11! Das ist eine Sensation. Und vermutlich müssen wir da schon wieder in die Rekordbücher schielen bei dieser Partie. Wieder 9 Darts gespielt, 54 Riss. Schade, dass die Doppel nicht so gut funktionieren, weil das wäre hier schon sehr rekordverdächtig. Tops, Doppel 10. 34. Marco Record 170. So, pass mir auf die 170 auf. Ich passe ganz genau auf. Ah. 98. Joe, you require 20. Joe Cullen für die Doppel 10 zum 2-0. Dann auch zum 1-1. 13 Darts, Joe Cullen zum Ausgleich. Und was für ein Rhythmus, was für eine Pace gehen die beiden hier. Solche Spiele gibt es wirklich ganz selten, dass du so viele fette Highscores hast in so einem Spiel, wo es Aufnahme um 140 hast du gesehen, Martin. Wir waren zwei hintereinander. Ja, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Joe Cullen in seinem letzten Spiel gegen Johnny Clayton 2-0 geführt, 2-3 hinten gewesen und im siebten und entscheidenden Satz 0-2 in den Legs hinten. Doppel 4, Michael van Gerven. In Style hat Joe Cullen dann die 100 mit 20, Doppel 20, Doppel 20 zum Sieg rausgenommen gegen Johnny Clayton. 3rd leg. Ins Madhouse, auch das geht. 2-1 Michael van Gerven. Und es ist ein Leg, was so runtergespielt wurde, wirklich bis auf die letzte Zahl, die du ausmachen kannst, dennoch gespielt. Und für alle, die Doppel 1 geht auch schnell auszumachen, Martin.
Ich glaube, das ist jedem klar. Ein Dart wie jeder andere. Und noch eine 180. Ja, weil es schon so lange her ist. Die achte 180 im zweiten Satz. Und der ist noch nicht zu Ende gespielt. Wahnsinn, was Joe Cullen für einen Zug auf diese Triple hat. 96. So gut das Scoring ist, beide haben zusammen schon 24 Darts aufs Doppel liegen lassen. 96. Joe, you require 90. Dazu noch als Ergänzung zum Gabriel Clemens-Ratajski-Match. Ratajski 39, Gabriel Clemens 38. Aufs Doppel nicht genommen. Joe Cullen hier die 91 raus zum 2:2. 24. 24 hier hinein ins Slack. Und das ist eine Riesenchance, hier auf das 2:0 zu erhöhen. So, pass auf, was macht er? Was macht er? Er hat 140, seine erste 140. Die erste. Die beiden haben natürlich mit dem Beginn dieses Matches einen unglaublichen Standard gesetzt hier, Martin. Und das ist ein Standard, der eigentlich kaum zu halten ist. Was meinst du? Also vom generellen Spielniveau her, natürlich können sie beide das halten im Bereich der 100 Spiele, absolut, aber nicht mehr diese Menge an 180ern, dieses Feuerwerk an diesen Highscores. Starker Übergang von Van Gerven. Noch eine 140 von Joe Cullen. Sehr gute Ausgangslage, diese 85. Joe Cullen für den zweiten Satz. Doppel 9. Oh, was für ein Moment hier von Joe Cullen. Doppel 16 zum Satzausgleich. Zum Satzausgleich. Michael van Gerven 1:1 hier. In einem mehr als rasanten Darts-Match. Achtelfinale Van Gerven gegen Cullen. Kurze Pause, gleich wieder Ali Pelli. Joe Cullen 1:1 hier nachsetzen. Joe Cullen spielt 100,5 im Average hier. Michael van Gerven knapp 96. Es ist ein herausragendes Spiel bislang in diesen ersten zwei Sätzen. Und auch dazu kommen noch Tweets hier rein. Volle Zündung von Michael van Gerven. Cullen würde ich es schon sehr gönnen. Vielleicht geht ja was. Ja, mal sehen. Martin, Joe Cullen überzeugt auf jeden Fall richtig hier in dieser Anfangsphase. Ja, wie gesagt, also es war klar, dass er auf jeden Fall da mithalten wird. Er weiß, was MVG für ein Gegner ist und er kann das ja auch. Er kann diese guten Spiele machen, diese Bombenspiele machen, auch gerade wenn er der Underdog ist, in Anführungszeichen. Und gönnen würde man ihm es natürlich. Aber unglaublich, was dieser Mann bereits ans Board zaubert. Leider stehen da aktuell nur 23% Doppelquote. Was der Grund ist, dass es hier wirklich nur 1:1 in Sätzen steht. Joey required 36. Doppel 8. 28. Michael, we require 170. Die 170 würde auf jeden Fall zu diesem Spiel passen. Jetzt schon. Nee. Noch nicht. 135. Joey required 8. So, Joe Cullen mit dem 1:0. Wow.
140 hinein in das nächste Leg, Michael van Gerwen. 97. Joe Tallon, Cullen, er galt so lange als das Talent in England, auch schon in jungen Jahren ganz groß gehypt worden. 99. Aber so ganz hat er den Erwartungen dann irgendwie nie entsprechen können, gerade bei Weltmeisterschaften. Er ist schon zum 11. Mal in Folge mit dabei, hat aber insgesamt bis hierher nur 4 Spiele bei einer WM gewinnen können. 100. Zum ersten Mal in diesem Jahr, dass er überhaupt über Runde 2 hinauskommt. Aber heute, bislang in diesem Match, spielt er das alles aus, Joe Cullen. Van Gerwen mit dem 1-1. Michael van Gerwen, Martin, der mag das ja auch, wenn er richtig gefordert wird, wenn er gepusht wird. Ja, nur so kannst du auch über dich hinauswachsen und auch deine besten Darts zeigen. Es wird schwierig, dein wirklich bestes Spiel zu machen, wenn du keine Gegenwehr hast. Und Joe Cullen fordert bisher Michael van Gerwen und das ist sehr schön mit anzusehen. Cullen. Aber gut ausgeglichen. Michael van Gerwen. Einer noch für 40 Rest, Joe Cullen, perfekt gestellt. Und auch Michael van Gerwen zieht da sehr, sehr gut nach. Cullen mit dem Vorteil des Anwurfs und deshalb hält er hier das Leg mit seinen Darts und führt mit 2:1. Das ist bis hierhin schon wirklich ganz große Starts. Es geht kaum größer. Es geht kaum größer. Und es könnte hier ein einzigartiger Neundarter werden, den es, glaube ich, mit dieser Kombination so noch gar nicht gab. 171, 180 von Cullen dazwischen. Aufgepasst. Van Gerwen. Ja, Cullen hat, glaube ich, ein Abonnement abgeschlossen auf dieser Triple 20. 180. Doppel 18, Michael van Gerwen. Also hier überschlägt es sich wirklich vom Niveau her. Dieses Spiel, Michael van Gerwen gegen Joe Cullen. Hier heißt es nur noch Upper Class Darts, die Nadel verpflichtet. 123. Unglaublich stark, auch dieser Switch wieder auf die 19. 270 jetzt Rest bei Cullen, eine 100 Braucher. Und MVG kommt da nicht hinterher. Wahnsinn. Ah, ist das gut. 171 von Michael van Gerwen. Bleibt unten drauf. Also, viel mehr Triple kannst du ja gar nicht spielen wie diese beiden. Oh, 148, Michael van Gerwen. 100.
Das hätte Cullen. Und aufgepasst, 36 für den Satz. Der ist weit weg. Der ist drin. Passt. Und damit geht der dritte Satz an Joe Cullen. Der führt mit 2-1. Bis hierhin, Martin, und da muss man, glaube ich, nicht übertreiben, spielt Joe Cullen das WM-Match seines Lebens. Nagelt die nächste 180 ans Board. Basti, ich werf die Frage einfach zurück. Was meinst du denn? Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Der Rockstar nicht zu stoppen auf der Triple 20. Joe Cullen hat die 123. Triple 18. Schaut er das an? Der nimmt die 123 hier raus, als wäre es das Normalste der Welt. Joe Cullen. Und die Pfeile der Stars, die gibt es natürlich auch für euch zu Hause. Schaut mal rein online und im Dartshop-Fachhandel. Ist denn das hier zu glauben? Cooler kannst du das nicht spielen. Nicht souveräner, nicht besser. Joe Cullen spielt im dritten Satz 103 Average und bezwingt damit einen Michael van Gerwen in diesem Satz, der fast 112 spielt. Fünfte 180 von Michael van Gerwen. 16 in diesem Spiel bislang. Das ist ein Spiel Darts. Da brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Nee, einfach zurücklehnen, schauen, genießen. Und auch hier 180, 174, aber die 145 passen auch ins Bild. Das ist bis hierhin teilweise Darts aus einer anderen Welt. Doppel 16 zum Rebreak 1-1. Van Gerwen kriegt das Break. 123er High Finish in 12 Darts und antwortet mit geschmeidigen 11 Darts. So, die müssen selber mal kurz durchatmen hier. Schau dir das an. Ja, das ist eine Begegnung, unglaublich von Tempo geprägt. Also auch die Art und Weise, nicht nur wie geworfen wird, wie wieder hinten angestanden hat. Wahnsinn, nächste 180. Nächste 180. Nächste. Das ist doch nicht normal. Leute, das ist doch nicht normal. Jeder, der Darts kennt, stimmt dir da absolut zu. Das ist nicht normal, was die beiden hier spielen. 64. Und wieder ist es die Doppel 16 für Michael van Gerwen. Und wieder ist es auch die Doppel 16, die hier sitzt. 2-1 van Gerwen. Nächste 180. Das ist doch nicht zu glauben. 13 mal die 180 jetzt von Joe Cullen. Wenn das so weitergeht, gibt das hier einen Rekord. An den meisten 180ern in einer Begegnung von Joe Cullen. Der steht bei 22 von Gary Anderson aus 2017 in einem Match.
95. Also zwei Spiele in dieser Abendsession, die vermutlich der Ali Pally seit 2008 Austragungsort dieser WM noch nicht gesehen hat. Beim Rest, wohin bringt sich MVG? Die zwei spielen hier Zahlen und spielen hier in einer Geschwindigkeit, das sogar der Live-Ticker von der PDC hier aufgegeben hat. Cullen zum 2-2. Jeder Satz bislang über die volle Distanz. Und wieder beide mit zwei Trippeln. Das ist so schön mit anzuschauen. 135 zu 134. Und ein unglaublich wichtiges Leck für Michael van Gerwen, der hier auf jeden Fall nicht 3-1 in den Sätzen zurücklegen möchte. Die spielen hier beide 104 im Average. 100. Dieser vierte Satz. Michael van Gerwen 115,3. Joe Cullen 111. 96. Und genau da, bei diesen 7 Punkten, die fehlen, ist da jetzt die Lücke für Cullen. Aber dazu braucht er jetzt ein Triple. 59. Das hat er nicht. Somit 6 Starts für 177 Punkte. Für 40 rechts von Gerwen. Das ist tatsächlich ein bisschen Entspannung hier. Doppel 20. Doppel 10. Oh, liegen gelassen. Joe Cullen ist da. Und die Breakchance, um hier den dritten Satz zu holen. Geht der hier 3-1 in Führung? Ist eine Sensation in der Luft. Doppel 14. Doppel 14, Joe Cullen. Er spielt hier dieses Leg entspannt zu Ende. Und jetzt ist die Nummer 1 der Welt aber sowas von unter Druck. Gleich geht's tatsächlich, indem jeder Satz über die volle Distanz hier ging, indem beide einen Average spielen. Michael van Gerwen von 103, Joe Cullen sogar noch etwas drüber. Und indem Joe Cullen die 180 gemietet hat. 43. Man hat das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Schlossallee und Joe Cullen fährt da immer wieder drüber, aber sie gehört ihm und er hat da ordentlich draufgebaut. Das ist unglaublich. Okay. Die Monopoly-Sprüche, die guten alten Monopoly-Sprüche. Und Michael van Gerwen, die Triple 19, das ist seine 171 für 190. Und nächster Tweet, der hier noch reinkommt. Cool, cooler Cullen. Ja, der Rockstar, der liefert sowas von ab. Da hat der Jonas Schmieder ziemlich recht. 96. Joe, you require 134. 94. Marco, we require 94. Tops. Tops für Van Gerwen. Die 94 fällt. Zum 1-0 und zum Break. Gleich zum Auftakt in diesen fünften Satz. Du kannst mir auch kaum Spieler nennen, die diesen Druck so verarbeiten können wie Michael van Gerwen. Der kommt hier wieder raus aus der Pause und schmettert die Darts wieder so extrem in die Triple 20. Unglaublich. 93. 41. 58. 93. Marco require 170.
ist das wieder gut von Michael van Gerwen. So, da kommt Joe Cullen nicht mit in diesem Leg. Und Michael van Gerwen nimmt hier zum 2:0. Run 140 Joe Cullen. Hier nochmal aufgeschlüsselt die einzelnen Averages nach den Sätzen. Das sind Zahlen, die kannst du real kaum noch packen. Van Gerwen verliert Satz 3 und Satz 4 mit einem Schnitt von über 110 Punkten. Das muss dir erstmal passieren. Unglaublich. Ja. Wahnsinnsstart. Im dritten Satz 111,6, im zweiten 110,3. 40. Noch ein Spiel, das einem alles abverlangt hier. Joe Cullen für 130. 81. Und man muss definitiv sagen, man muss gar nichts mehr sagen. Nee, man du muss musst einfach nichts mehr sagen. Der stellt sich hier 32, Doppel 16. Joe Cullen nimmt das aber raus, lässt ihn nicht unter Druck setzen, verkürzt auf 1-2. Wer hätte gedacht, dass ein Michael van Gerwen mit den aktuellen Darts, die er spielt und die er hier auch teilweise in diese Begegnung einbaut, drauf und dran ist, aus der WM zu fliegen? Joe Cullen. Die 180er seines Lebens, Joe Cullen. Und Michael van Gerwen natürlich hinterher. Unglaublich. Und er macht einfach weiter. Nummer 6. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Es könnte jetzt der 9-Darter sein. Aber spielt Joe Cullen hier den 9-Darter, hat der Aufschlag und könnte Michael van Gerwen aus dieser Weltmeisterschaft raushauen. 141. So, haltet noch mal an euch. Nee. Die 9 werden es nicht, aber wie weit kommt er runter? 63. Kein Triple, 78 Rest, 121 für MVG. Nach 9 und du kommst vielleicht nicht mehr dran. Schau dir das an, Doppel 14. Joe Cullen zum Break gegen Michael van Gerwen, 78. Doppel 12, Doppel 6 zum 2-2. Oh! Michael requires 17. 1. Doppel 8. Doppel 8. Das ist der Satz für Michael van Gerwen. Er verkürzt auf 2-3. Fünfter Satz wieder. 103er Average von Michael van Gerwen. 140. Martin, und ich glaube, man muss nicht übertreiben, wenn man sagt, wir wollen auch hier alles. Wir wollen auch hier den kompletten Weg sehen. 58. Also, wenn ich ehrlich bin, ich würde mich so auf mein Bett freuen. Das war so ein nervenaufreibender Abend. Aber so eine Begegnung Darts, die muss über die volle Distanz gehen. 15 Mal die 180 von Joe Cullen, 8 Mal von Michael van Gerwen. Und dazu gesehen sich so viele 171er. Und hier vielleicht eine weitere. 133. Basti, das sind Darts, die steckst du normalerweise ins Board. Die wirfst du nicht. Da musst du hingehen und einstecken. Was du natürlich nicht machst. Aber na, sie fehlen noch. Sie fehlen noch. 137. Und sie wären fast gekommen. Easy one.
Und Van Gerwen zum 1:0 in diesem sechsten Satz. Er muss voll durchziehen. Ihm bleibt keine Option, Michael Van Gerwen. Auch den musst du erstmal weiter standhalten. Du darfst den Glauben an dich nicht verlieren. Gut, das macht Michael Van Gerwen sowieso nicht. Nach 1:3 Satzrückstand und so einem Schlag, dass du da im fünften Leg noch eine mitbekommst. Ein Break von Joe Cullen zum 3:1. Und wie gut kommt der hier wieder raus? Für dieses Spiel fehlen hier tatsächlich teilweise Superlative. Oh, nur 85 jetzt von Joe Cullen. Aber Finish steht. 96. Joe, you require 161. Achtung, 161 Joe Cullen. 161 Joe Cullen. Boah. Das war, um den Anwurf zu halten, jetzt eine 161, die er spielen musste. Bullseye für MVG. Auch der lässt. Joe, you require 25. 2 auf Doppel 8, Joe Cullen. 17. Und Van Gerwen darf nochmal und hat die Break-Chance. Oh, oh, auch Michael Van Gerwen nimmt das hier nicht an. Doppel 4, Joe Cullen, 1:1. Was geht hier Adrenalin durch diese beiden Spieler? Und wie gut handeln die das jedes Mal wieder, wenn sie ans Oki treten müssen? 60. Durch die letzten beiden Sätze hat sich der Average so ein bisschen eingepegelt, aber weiter immer um die 100 beide. So, in diesem Satz spielt Michael Van Gerwen bislang 92, Joe Cullen nur 80 im Average. Hält aber trotzdem das 1:1. 54. Ja, das waren keine guten geworfenen Darts von Cullen. 6 Darts für 102. Die kann er sich stellen. 17 für Tops. 62. Weil Cullen eben auf einer dieser 7 Bogey-Zahlen steht, die man nicht auschecken kann unter 170. 58. Marco, we require 40. Tops, Doppel-10, Doppel-10 zum 2:1. Michael Van Gerwen, full flag Joe to throw first, game on. Joe Cullen, geht er den Weg wieder? Er geht ihn wieder. Das ist Nummer 16 von Joe Cullen. 16 Mal die 180. Der Rekord von Gary Anderson mit 22 in einem Match aus dem Finale 2017. Und da darf man nicht vergessen, da wird ein ganz anderes Format gespielt. Da heißt er Best of 13, anstatt hier in Runde 3. Pardon, im Achtelfinale. Aber gleiches Format, in dem man nur in Anführungszeichen über 7 Sätze gehen kann. 121. Oh, und Robin Hood von Michael Van Gerwen.
Joe Cullen auf dem Weg, hier seinen Anwurf zu halten. Und natürlich auch diesen Satz. Alle, bis auf einer, gingen hier in ein entscheidendes fünftes Leg. 78. Joey requires 76. Und er hat Zeit für diese 76. 36. Die müssen jetzt raus bei Joe Cullen. Und die gehen jetzt auch raus zum 2-2. Entscheidendes Leg im sechsten Satz. Michael van Gerwen beginnt. Was für ein Druck auf ihn. Er muss dieses Leg durchbringen. Ansonsten ist die WM für ihn vorbei. Und schau dir den Start an, Martin. 174. Und es ist unfassbar, wie viel Druck Michael van Gerwen hat. Er ist derjenige, auf den alle Augen gerichtet sind. Die Nummer 1 der Welt. Joe Cullen fordert wirklich alles von MVG hier ab. Und er gibt ihm immer wieder eine Antwort auf die ganzen Fragen, die ihn Joe Cullen stellt. 91. Cullen bleibt dran. MVG mit dem Vorteil. Leitz nochmal gerichtet von Michael van Gerwen. Und das hier Joe Cullen könnte die wichtigste Joe 180 Cullen in der Begegnung die werden. Die 17. in diesem Match nur von Joe Cullen für 90 Rest. Und jetzt aufgepasst. Und das könnte Match da gehen. Dieses Spiel hier zu Ende gehen. 70. Bullseye für Cullen fürs Match. Zum Match. Oh, erster Matchstart Joe Cullen. Michael, you require 40. Da muss auch MVG schlucken. Und er kontert das. Er kontert das. 3-3. Auch hier geht es in den siebten Satz. Wir hatten lange keine 180 mehr. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist die 18. 180 von Joe Cullen. Die 18. Michael van Gerwen, er benötigt zwingend ein Break gegen Joe Cullen in diesem entscheidenden siebten Satz. Aber so kannst du Cullen nicht breaken. 9 Darts gespielt, 91 Rest. Und die 5 tut weh. Kein Finish für MVG, 6 Darts für 91. Und Tops. Und das ist das erste Leg für Joe Cullen. Das hier ist der ultimative Showdown eines nicht zu fassenden Dartsabends hier aus dem Ali Pally. Mit der Partie von Gabriel Clemens gegen Krzysztof Ratajski und jetzt mit Michael van Gerwen gegen Joe Cullen. 96. Es sind nicht die höchsten Averages, die hier gespielt werden. Beide weiter um die 100. Aber insgesamt dieser Spielverlauf, also so ein unterhaltsames und gutklassiges Spiel, das bis hierhin war. Da willst du nichts anderes mehr schauen, außer die Darts. Gut, das ist natürlich möglich, denn morgen ab 13 Uhr geht es natürlich schon weiter mit den nächsten Achtelfinals, die anstehen.
Van Gerven hat wieder auch Druck in diesem Leck. Starke Aufnahme von Kallen, kommt auch weit runter. Die rote Mitte. Und auch 132, ein machbares Finish. Und er bounced raus. Und er bounced raus. Single Bull gibt dir immer noch die Chance zu finishen. Michael, you require 25. Unten an den Ring. Doppel 8. Michael van Gerven zum 1-1. Die hin und wieder unerklärlichen Wendungen in den Darts. Was wäre das gewesen hier für Joe Cullen? Und jetzt startet er mit 41 in sein Leck hinein. Und auf Knopfdruck. Immer wenn du... So, ich brauche jetzt mal eine Triple 20. Ja, aber so richtig kannibalisieren kann er das hier nicht, Michael van Gerven. 137. Manometer, Wahnsinn, was Cullen wieder hier bringt. Die nächste 180. 6 Darts für 143. Spielt der das stark? 19 Mal die 180 von Joe Cullen hier. 19 Mal in einem Achtelfinalmatch. In 7 Sätzen. Joe, you require 62. Doppel 16. Doppel 16. 46. Oh. Michael, you require 120. Und das ist noch eine Breakchance für Michael van Gerven. Das Shanghai Finish. Triple, Single, Doppel. Und er kriegt Triple, den Dart. Single. 100. Und nicht die Doppel. Und nicht die Doppel. Joe Cullen nimmt's raus. Joe Cullen nimmt es und ist noch ein Leg vom Viertelfinale und von einer der größten Sensationen entfernt. 99. Und wir wüssten, wer sich im Hotel die Hände reibt. Denn sollte MVG hier rausgehen, ist es nicht Peter Wright, ist es nicht Michael van Gerven, denn dann könnte Gervin Price realistisch noch die Nummer 1 der Welt werden nach dieser WM. 58. Sollte van Gerven hier auch rausgehen, gibt es nur noch einen anderen Weltmeister im Turnier und das ist Gary Anderson. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mich in der Begegnung gegen Menzo Suljovic nicht überzeugt. Und der spielt gegen Devin Peterson in seinem Achtelfinale. Aber so weit sind wir noch nicht. Der Showdown hier naht. In einem nicht packbaren Spiel hier zwischen Michael van Gerven und Joe Cullen. Auch wenn der Pace ein bisschen nachgelassen hat. Es war über 5 Sätze atemberaubend. Und es ist jetzt hinten heraus so unfassbar spannend. Wir haben beide mit keinem guten Leck hier, kommen überhaupt nicht vom Score ran. Oder hinterher, jetzt eine gute Aufnahme von MVG. Ja, das ist auch sehr dünn. Das ist sehr dünn. Wohin bringt sich Cullen? Auch ohne Triple. Auch ohne Triple. Und wir gehen hier auf ein alles entscheidendes 5. Leg. Im 7. Satz zu. Joe, you require 164. 3 perfekte Darts von Cullen und MVG ist raus. Außer jetzt das Magie ist der von Joe Cullen. Pass auf. Das ist der das zweite Matchstart aus Bull. Oh. 39. Michael requires 16. Zum zweiten Mal James Bulls fürs Match. Und wieder nimmt Van Gerven anschließend das Doppel raus. Und tatsächlich kumuliert das hier wieder
in einem entscheidenden, in einem einzigen Leg im siebten Satz. 59. Willkommen kein Triple von zu Joe dieser Cullen. Show. Jetzt nimmt das mit, sage ich dir, Martin. Die 180 von Michael van Gerwen. Der hatte zwei Sätze, keine 180 mehr. Michael van Gerwen. 28 180er an diesem Match gefallen. Und die 28. war womöglich die wichtigste. 98. Was hat Joe Cullen? Was hat er noch drin in seinen Darts? Ihm gehen die Triple aus. 53. Ihm geht das Benzin jetzt auf der Schlussgerade aus, Joe Cullen. Er hatte zwei Matchstart aufs Bullseye. Und hinten hinaus hat die Boxencrew ein bisschen zu wenig getankt. Wirklich bewundernswert, Basti, was du da für Metaphern noch raushaust. 127. Müssen es nicht 107. mal sein, kann sich stellen. Macht das auch. Wir werden gleich die ersten Matchstarts von Michael van Gerwen bekommen, nachdem er zwei von Joe Cullen überstanden hat. Nachdem er hier 3-1 in den Sätzen zurück war. Michael, you require 32. Und man sieht Matchstarts Michael van Gerwen. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie viele braucht er? Der eine jubelt, der andere dürfte verzweifeln. Was für ein Match geht hier zu Ende zwischen Michael van Gerwen und Joe Cullen. Eines der besten, das diese Runde, das ein Achtelfinale je gesehen hat. Es war hochklassig, es war dramatisch, es war packend, es war mitreißend, es war emotional. Es hatte alles, was den Dartsport ausmacht. Alle ganz kurz nochmal 29 Sekunden durchschnaufen. Wir kommen gleich nochmal zurück.